Heute möchte ich dir den Golfschwung ganz einfach erklären. Und zwar verwenden wir dafür heute einen Driver. In diesem Video geht es darum, dass ich dir Konzepte zeige, die man verstehen sollte, wenn man mit dem Driver beginnt zu schlagen. Und ich zeige dir auch im Laufe dieses Videos die Übung, die du machen solltest, damit du einen konstanten Golfschwung aufbauen kannst. Bevor wir jetzt starten, möchte ich ganz kurz mit dir ein paar allgemeine Sachen besprechen, und zwar die Ballposition beim Driver, die ist ungefähr gegenüber von dem linken Innenrist des linken Fußes, oder man kann auch sagen gegenüber von der linken Achselhülle. Das ist ein ganz guter Ort, wo man die Ballposition haben möchte. Das zweite, was du beachten möchtest, ist, dass du ein wenig breiter stehst wie mit einem Eisen. Ich glaube, so ein bisschen breiter wie schulterbreit ist ganz vernünftig. Dann möchte ich, dass du noch darauf Acht gibst, dass du bitte nicht zu viel aus der Wirbelsäule nach rechts neigst. Ich möchte eigentlich die Wirbelsäule sehr neutral haben. Wenn etwas passiert ist, ist es das, dass die Schulterblätter in sich ein bisschen kippen. Es schaut ein bisschen so aus in die Richtung. Ja. Das liegt daran, weil die rechte Hand tiefer als die linke ist. Aber du versuchst jetzt nicht bewusst, die Wirbelsäule nach rechts zu neigen. Das macht Probleme. Das heißt, du stellst dich hin und vielleicht bewegst du die Schulterblätter ein wenig hinunter. Und dann hast du eigentlich eine ganz gute Setup-Position für den Driver und sollte jetzt ganz gut mal fürs Erste funktionieren. Ein weiteres Problem, was Hobbygolfer häufig mit dem Driver haben, ist, dass sie keinen ordentlichen Griff haben. Und zwar ist es meistens so, dass der Schläger bei den meisten Golfern zu weit in der Handfläche drin ist und weniger Richtung Fingern. Ich habe hier oben ein Video verlinkt, das kannst du dir anschauen, da erkläre ich den Griff ganz genau. Aber auf alle Fälle, was du verstehen solltest, ist, dass beim Driver ganz, ganz wichtig ist, dass die linke Hand ein wenig mehr nach rechts verdreht ist, dass du vielleicht sogar hier 1, 2, 3, sogar drei Knöchel, sich hier sogar drei Knöcheln beim Setup bereits siehst. Das hilft dir, die Schlagfläche wieder gerade zum Ball zu bringen. Und es ist nicht untypisch, dass die Hände ein wenig mehr nach rechts verdreht sind als beim Eisen. Da muss man ein bisschen herumexperimentieren. Kommen wir nun zum Schwung. Ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass der Schläger sich auf einer Neigung befindet. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Setup mache, diese weiße Linie übrigens hier unten ist die Ballziellinie, die Richtung, die ich hinspielen möchte, und ich lege den Schläger hier so hin, dann ist eigentlich die Idee, dass der Schläger auf dieser Schwungband geht. Und du kannst dann sehen, wenn ich das hier weitermache, dass der Schläger nach innen hier hineingeht und eben nicht gerade zurückgeht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das wäre nur der Fall, wenn der Schläger so stehen würde, aber so spielt er keiner Golf, ja. Dann würde man gerade schwingen. Aber wenn man so in einer Neigung ist, dann wird der Schläger etwas hineingehen und dann auch im Durchschwung etwas nach links gehen. Und das siehst du hier unten am Boden, ein kleines Konstrukt von mir. Die weiße Linie, wie gesagt, ist die Ballziellinie. Die oberen gelben Linien hier repräsentieren den Weg des Schlägerkopfes, also etwas hinein. Und hier hast du auch noch ein paar gelbe Linien. Und das hier ist symbolisch für den Handpfad. Das heißt, die Hände gehen auch hinein. Das passiert deswegen, weil der Körper ja eine Rotation macht im Golfschwung. Und das bewegt auch die Hände etwas hinein und nicht gerade zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Weil wenn du versuchst, nämlich alles gerade zu bewegen, dann wirst du niemals einen ordentlichen Golfschlag zusammenbringen. Und wir haben immer diese leichte Bewegung hinein mit den Händen, mit dem Schläger. Dann geht es von derselben Richtung wieder zum Ball zurück und dann aber geht es wieder hinein. Und das passiert auch deswegen wieder, weil wir eine Körperrotation machen. Auch ist es sehr, sehr wichtig, dass du verstehst, dass der Schlägerkopf nicht gerade zurückschwingt, sondern er wird sich ein wenig öffnen, wieder auf gerade gehen und schließen. Das passiert wieder hier ganz natürlich durch die Körperrotation, durch die Bewegung an sich. Du siehst, dass der Schlägerkopf jetzt hier eigentlich mehr in den Himmel zeigt, vielleicht ein wenig nach vorne gekippt ist in den Winkel der Wirbelsäule. Ich will jetzt nicht zu viel so haben, aber das ist so ein ganz guter Ort, wo ich sein möchte, so leicht eingedreht. Und das passiert hauptsächlich deswegen durch die Bewegung der Unterarme und der Hände. Ich habe hier so ein kleines Schwimmpaddel, da kannst du mal ungefähr dir vielleicht dann vorstellen, was ich meine. Und zwar, wenn ich dieses Schwimmpaddel jetzt hier hinlege als meinen rechten Griff zum Schaft hier, ja, dann zeigt das genau in diese Richtung, hier Richtung Ziel. Und wenn ich jetzt aufschwinge,
dann werde ich mich so bewegen, dass du jetzt diese Seite vom Schwimmpaddel sehen kannst. Das heißt, ich bewege es nicht so, dass das hinunter zeigt, sondern ich bewege es so. Ja? Und wenn ich das eben mache, dann geht der Schläger hier ein wenig auf, die Spitze zeigt mehr hinauf. Und wenn ich jetzt wieder hier zurückkomme, geht der Schwimmpaddel wieder auf gerade und dann später geht es hier rein. Das heißt, von dieser Sicht schaut es dann so aus, es geht in die Richtung und in die Richtung. Ja? So kann man sich das ungefähr vorstellen bei einem neutralen Golfgriff. Ja? Und ich finde es auch ganz gut, wenn man so einen Paddel nicht hat, dass man einfach mal die offene Hand nimmt, sich hinstellt und sagt, okay, ich stelle mich hin. Dann siehst du hier, das zeigt dann die Hand eher zur Kamera. Jetzt wieder gerade und jetzt zeigt sie genau weg von der Kamera. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. So, wenn man das dann mit dem echten Griff macht, kann man sich dann hinstellen, wieder die Handfläche vorstellen, hier, hier und hier. Also genau dieselbe Sache. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, dass der Schläger hineingeht, die Hände hineingehen, dass der Schläger ein wenig aufrotiert. Das entsteht ja durch die Körperdrehung und ein wenig aus den Unterarmen kommt das. Aber ich würde einfach sagen, dass du einfach das versuchst, einfach so herzustellen, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt machen wir den ersten Schwung damit. Und zwar, wenn ich so einen Beginnerschwung starte, möchte ich zuerst einmal eben genau diesen Bereich abdecken. Ich möchte wirklich, dass man versteht, dass der Schläger von hier nach hier und wieder hier rüber schwingt. Und da hilft es jetzt sehr, wenn man einen kleinen kurzen Schwung macht, wo wirklich der Schaft nur bis parallel zum Boden hier schwingt und durchschwingt bis parallel zum Boden. Meistens, wenn man das dann filmt, dann sieht man, dass das ein wenig mehr ist, als man gedacht hat, aber das ist meine Idee zumindest und ich möchte, dass du dich hinstellst, den Ball ansprichst mit einem guten Griff und versuchst einmal ein paar Mal dieses Gefühl zu haben, von diesem kreisrunden Hineinbewegen des Schlägerkopfes und der Hände bis auf Schaft parallel und jetzt wieder bis hierher. Und dann schwingt man einfach durch und macht eine kleine Bewegung. Und mein Ball ist jetzt wirklich nur wahrscheinlich 10 Meter geflogen, mehr war das nicht. Da geht es jetzt wirklich nicht darum, dass du den perfekten Schlag machst, sondern dass du es so langsam machst, dass du auch wirklich mitbekommst, was du gemacht hast. Später, wenn du das dann ein bisschen besser kannst, kannst du ein wenig die Geschwindigkeit steigern. Aber jetzt einmal für den Anfang möchte ich, dass du wirklich ganz kleine Bewegungen machst. Wirklich nur von hier bis scharf parallel. Ein guter Checkpunkt ist, ich möchte, dass der Schlägerkopf hier gegenüber von den Händen ist und auf keinen Fall da hinten. Das hier ist ein ganz schlechter Ort und auch ein sehr schlechter Ort ist, wenn der Schlägerkopf zu weit vorne ist. Am besten filmst du dich selber bei der ganzen Sache mal und schaust, wo du da ungefähr bist. Und wenn du siehst, aha, der Schlägerkopf ist ungefähr gegenüber von den Händen, dann weißt du, dass es ein guter Ort ist. Du möchtest nicht hier sein, wie gesagt. Diese erste Übung wird dir schon wahrscheinlich sehr viel Energie rauben, weil es ist gar nicht einfach zu machen. Und zwar deswegen, weil ich dir jetzt noch etwas dazugebe. Und zwar, ich möchte auch, dass du versuchst, dass die Ellbogen ein wenig näher beieinander sind bei der ganzen Sache. Das heißt, wenn du hier zurückschwingst, möchte ich nicht, dass die Ellbogen hier so auseinandergehen, sondern dass du hier ein wenig enger beieinander bist, während du das Ganze hier machst und auch im Durchschwung enger beieinander bist. Und zusätzlich möchte ich auch, dass du etwas mehr Radius hast. Was heißt das? Das heißt, wenn du hier zwischen dem Griffende und dem Brustbein eine Schnur dir hier vorstellst, die gespannt ist, dann möchte ich, dass diese Schnur immer auf Spannung bleibt und sogar hier im Durchschwung möchte ich sogar, dass du sie fast versuchst durchzureißen, dass du hier wirklich versuchst, eine richtige Streckung zu bekommen. Hier ist das Problem bei den meisten Hobbygolfern und Anfängern, dass sie hier beginnen, dann richtig zu kollabieren. Die Ellbogen gehen weit auseinander und man bekommt dann wirklich ganz, ganz bescheidene Schläge. Und das ist etwas, was man mit so einer kleinen Übung wie hier sehr gut trainieren kann. Also nur von hier nach hier. Und ich checke jetzt hier, ob meine Ellenbögen hier richtig gestreckt sind, ob ich den maximalen Radius habe, Ellbogen eng sind. Und dann weiß ich, dass das gut ist. Ich schwinge nur bis parallel durch und nicht mehr fürs Erste. So, wenn du jetzt diese Übung gemeistert hast, dann kommt der nächste Schritt. Und zwar möchtest du jetzt ein wenig Aufschwung dazugeben. Das heißt, wenn du jetzt hier bei scharf parallel bist hier und der Schlägerkopf eben nicht so weit hier hinten ist und nicht so weit hier vorne, sondern ungefähr hier und die Schlagfläche korrekt steht, möchte ich, dass du die Hände hebst, also den Schläger hier rauf hebst, sodass der Schläger hier mit dem Ende hier auf die Balllinie circa zeigt. Das ist ein ganz ein guter Ort. Da gibt es ja oft diesen Mythos, dass man glaubt, der A-Driver ist ein Schläger, den man flacher schwingen muss als die Eisen. Und das mag vielleicht sein durch die Neigung des Schlägers, dass das vielleicht auch ein wenig so aussieht. Aber wir haben definitiv auch ein
Heben und Senken der Arme hier drinnen. Und wenn du jetzt denkst, du musst jetzt nur die Hände flach um den Körper schwingen wie eine Sense, dann ist das keine sehr gute Strategie, weil was dann nämlich dann passiert ist, dass du dann zu weit hinten hinkommst und dann musst du korrigieren, kommst du hier mit diesem Schulterwurf dann hier rüber und dann hackst du von oben auf den Ball und erzeugst Slice und andere Probleme. Wir kennen das ja. Auf alle Fälle keine gute Idee. Versuche bitte, wenn du hier bist, dass du hier bis scharf parallel schwingst. Mach kurz Pause, check das vielleicht noch ganz kurz, ob das passt. Ich bin übrigens hier ungefähr ja, in der Gegend meiner Fußspitzen hier mit den Händen. Und jetzt möchte ich, dass du hier rauf schwingst mit engen Ellbögen hier und schaust, dass der ganze Schläger hier runter zeigt. Und ich möchte dann, dass du den Schläger wieder hier herbekommst. Das probierst du ein paar Mal. Das Heben, Senken, Heben, Senken. Und dann geht es in die Richtung. Und wenn du das Gefühl einmal dafür hast, machst du es mal ganz langsam, gehst hierher, machst eine kurze Pause, heben, senken, bumm. Und ich habe jetzt wirklich nur 80 Meter geschlagen vielleicht. Ich mache das sehr langsam. Warum mache ich das langsam? Weil ich möchte mir Zeit nehmen, das ordentlich zu lernen. Und wenn du das nämlich zu schnell machst, fallst du sofort in alte Muster. Es ist hier sehr ratsam, dass du mit einer Videokamera zusätzlich arbeitest und dich filmst und ein wenig das Ganze kontrollierst, was ich dir hier sage. Das wird dir dann sofort auffallen, wenn du dann zum Beispiel zu flach bist hier oder zu steil. Wenn du vor allem zu flach bist, dann würde ich dir empfehlen, dass du dieses Video hier oben anschaust. Das wird dir sicherlich sehr dabei helfen, dass du das Ganze abstellst. Insgesamt möchte ich, dass du weißt, dass ich es nicht gut finde, wenn Hobbygolfer oder Anfänger zu weit aufschwingen. Es macht meistens Probleme. Sie beginnen die Ellbogen zu stark zu beugen. Eben das Problem mit der Ellbogenstruktur. Die Handgelenke brechen zusammen. Ich bin ein Riesenfan eigentlich von nur so ein bisschen über halben Schwüngen hier. Das reicht eigentlich. Meistens schwingt man dann eh wesentlich weiter auf, als man glaubt. Und dann mit der Zeit, wenn man dann etwas Confidence bekommt, kann man die Bewegung etwas schneller machen. Und dann wirst du merken, dass der Aufschwung von selber länger wird. Lass mich bitte in den Kommentaren unten wissen, wie es da bei diesen Übungen geht und viel Erfolg damit. Jetzt gäbe es noch so viel zum Thema Driver zu sagen und damit du da wirklich auch einige Sachen lernst, habe ich eine Playliste zusammengestellt, die du hier oben findest. Da kannst du dann einiges über den Driver lernen und ich wünsche dir viel Spaß beim Durchschmökern und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!